So, hallo und willkommen hier zum Montagsspiel in der zweiten Liga. SV Bayer Hatting gegen TSV Rostock 2011. Ja, für beide Teams läuft es nicht grandios hier zu Beginn. SV Bayer Hatting ja jetzt auf Platz 14, da Viktoria Hagen gestern gewonnen hat. Und TSV Rostock sollte auf dem 11. Platz sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber naja, mal sehen, wie diese Partie jetzt hier so enden wird. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. So. Das Spiel kann gleich beginnen. Und es beginnt auch SV Bayer Hatting von links nach rechts in den grünen Trikots und TSV Rostock 2011 in den roten Trikots von rechts nach links. Ja, inzwischen ist ja der Pokal im Halbfinale, beziehungsweise gestern kamen die letzten Viertelfinalspiele auf in dem GameZocker 80 Kanal, also für die, die das noch nicht gesehen haben, die können sich das nach dieser Partie nochmal angucken. So, Feige am Ball. Ja, aber Dritt war da nochmal da und sein Torwart konnte jetzt hier den Ball nehmen. Franz jetzt hier. Ja, und 1-0. Das ging schnell. Da denkt man, irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Und dann macht hier Brand schon das 1-0. Vielen Dank. Mann, Mann, Mann. Brand wird hier zum ersten Mal von Anfang an aufgestellt, soweit ich weiß. Und dann macht er hier schon das 1-0. Es war aber auch einfach ein richtiger Abwehrfehler hier. Ja, das ging schnell. Ja, und so steht es schon 1-0 in der 11. Minute hier für TSV Rostock. So schnell kann das hier gehen. Und ja, bis jetzt endete ja jedes Spiel am dritten Spieltag mit einer Tordifferenz von plus 1. Also von einer Differenz von 1. Entweder jedes Spiel endete 1-0, außer Saarbrücken gegen Hagen, das endete 1-2. Von daher könnte das hier auch schon das Endergebnis sein. Aber mal sehen. Ich glaube, diese beiden Mannschaften werden sich hier gar nichts, also erst recht nichts schenken. Jetzt Brand hier. Aber Dritt jetzt hier am Ball. Bauchreiz. Ja, aber jetzt hat Schulz den Ball auf Franz. Schulz, Franz auf Brand. Nee. Gibt jetzt hier einen Abstoß für Hattingen. So, mal sehen. Holzer auf der Campus. Vogel. Ja, jetzt zieht der Ball in die Mitte. Nee. Schulz. Schulz hier am Ball. Feige auf Schulz. Ja, Schulz hier weiterhin mit dem Ball. Flanke in die Mitte. Aber jetzt gibt es hier keinen Abwehrfehler. Akijama. Und
Und jetzt wieder weiter Ball auf Holzer. Nein. Ball war nicht im Aus. Franz jetzt hier, ehemaliger Eintracht-Spieler. Schulz. Und Dritt jetzt hier. Und De Campos. Ja, da wird hier der Mann mit der 21 abgeschossen. Bauchreiz auf Holzer. Akijama. Und Franz holt sich hier sehr gut den Ball, aber der Pass war eher weniger gut. Christiansen. Jetzt Peters. Und nein. Vogel kommt da nicht mehr an den Ball. Jetzt gibt es den Abstoß. Kretschmer führt diesen aus. So, jetzt Hüsten. Ja, Peters. Ja, Franz holt sich hier sehr gut den Ball, muss man sagen. Christensen. Oder Christiansen. Christiansen. Aber Franz holt ihn sich hier sehr gut. Und Wright. Auf Brandt. Hess. Mustafa. Ah, nee. Schulz. Nee. War's das hier mit der ersten Hälfte? Ja, das war's mit der ersten Hälfte. SV Bayer Hatting und Rostock gehen mit einem 0:1 für Rostock in die Halbzeitpause. Wir sehen uns dann in der zweiten Hälfte. Bis gleich. Ein recht ausgeglichenes Spiel. Dennoch sagt das Ergebnis was ganz anderes. Rostock führt nämlich mit 1:0. Franz jetzt hier. Und Rostock will hier sehr, sehr schnell hier einfach das 2:0 machen. Mustafa. Ja, und jetzt Buchanan. Auf Peters. Postelt, Wright. Und Mustafa am Ball. Feige jetzt hier. Nee, es gibt hier einen Einwurf für die Gäste. Ja, Postelt. Franz. Weit nach vorne. Brandt. Brandt und 2:0. 2:0. Brandt schlägt wieder einmal zu. Meine Güte. Aber oh, das war ja nur ein harmloser Roller. Trotzdem wurde der Torwart in die falsche Ecke gelotst. Zeigen wir hier diese Aktion noch einmal. Ja. Der Ball wurde abgefälscht und der Torwart hat sich da verschätzt. Bitter. Dennoch steht es jetzt hier 2:0 für TSV Rostock. In der 54. Minute steht es jetzt hier 2:0. Und mal sehen, wie Bayer Hatting jetzt antworten will. Feige jetzt hier. Ne, Akijama. Und Mustafa. Mustafa, ne, Christiansen, Holzer jetzt hier, mit einem weiten Ball, Eisenschmidt, Buchanan ist nochmal da, aber Hess hat ihn, und jetzt Isaac Wright hier auf Mustafa, ja, Mustafa holte sich da für einen kurzen Moment den Ball zurück. Aber jetzt hier bei Hatting. Buchanan. Oder auch doch nicht. Jetzt Brandt. Auf Hess. Isaac Wright. Und es gibt jetzt hier den Einwurf. Peters geht runter, für ihn kommt Kiers.
Na, Hess mit dem Einwurf, Wright. De Campos. Kiers. Campos, Christiansen. Akijama. Ja, so wird das nichts. So wird das nichts. Und jetzt Kiers am Ball. Kiers. Ja, nein. Die Abwehr hier macht es schon sehr gut. Doppelwechsel jetzt hier bei Rostock. Bischof und Wagner kommen rauf. Mustafa und Schulz müssen jetzt hier runter. Oder dürfen jetzt hier runter, eher gesagt. Haben eine sehr, sehr gute Partie gespielt, beide. So, jetzt Wagner am Ball. Ja, Wagner hier auf Brand. Aber nein, die Distanz, die war viel zu groß. So konnte sich der Torwart darauf vorbereiten. Hess jetzt hier. Wagner, Franz. Und der Ball auf Bischof, der kommt nicht an. Abschluss hier für die Gastgeber. Und ja, wieder ein Wechsel. Mittag kommt für Bauchreiz. So, jetzt Akijama, Kiers, wir können. Ja, Franz jetzt hier, Bischof. Bischof jetzt hier. Holzer. Ja, Kiers, und das gibt jetzt hier erstmal den Einwurf. Franz auf Bischof. Und ja, es gibt jetzt hier den Freistoß für TSV Rostock. schon 85 Minuten gespielt. Und es steht hier 2:0. Und Wagner wollte hier auf jeden Fall das 3:0 erzielen. War auf jeden Fall eine gute Chance. Hat nicht wirklich viel gefehlt. Wagner scheitert ganz knapp. Aber war eine schöne Idee. Ja, 4:1 Torschüsse. SV Bayatin kann nicht wirklich viel zeigen hier. Und es gibt jetzt hier einen Einwurf für SV Bayatin. Mittag. Ja, aber es gibt jetzt hier den Abschluss. 88 Minuten gespielt. Mal sehen, wie viele Minuten es gleich nochmal drauf gibt. Na, jetzt vielleicht nochmal bei Hatting an. 4 Minuten Nachspielzeit hier in der Partie bei Hatting gegen Rostock. Mittag jetzt hier nochmal am Ball. Mittag. Buchanan. Christiansen. Mittag. Und Wagner. Auf Brand. Ja, vielleicht nochmal hier die letzte Aktion für Rostock. Hier auf Brand, aber nein. Okay, das war's mit dem Spiel. Das kann ich jetzt schon sagen, dass hier nichts mehr passieren wird. Ja. Das war's mit dem Spiel SV Bayatin gegen TSV Rostock. Rostock mit den ersten 3 Punkten. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, und haut rein.